Naja, das haut nicht hin. 1, 2 frei. Dahin. Das heißt, die Dinger saugen jetzt nur diesen Blutnebel ein. Wenn überhaupt. Wir brauchen bessere Bluttanks später, die mehr einsaugen können. Oder schneller einsaugen können. So, Invar ist fertig. Ich hätte jetzt ganz gerne... Ja, das ist doof. Warum? Brauchen die Substations schon blaue Tränke? Die bräuchten dann auch welche. Und die brauchten Titan und Insulated Wire und schieß mich tot, das ist doof. Nee. Wir erforschen. Nicht das, wir erforschen. Toolbelts? Nein. Normale Akkus. Akkus replizieren. Ja, forschen mal die. Und wir sollten weiter blaue Tränke herstellen. Aber erstmal nur 10. Gut. Der Angriff hat mich abgelenkt. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, dass ich einfach mal ein Muster aufbaue von Fabriken. Und dann gucke ich, welche Poles da reinpassen. Idealerweise die ganz guten oder die Medium. Wobei ich die Medium auch erstmal ein paar bauen sollte, damit wir was zum Basteln haben. Hier, tu die da rein. Und danach die nochmal. So, also meine super tolle Vorschlagsidee ist, dass es hier oben links anfängt. Weil hier, genau, Akkus sind und dann die Solarpanels. So, dann hätte ich gerne, dass wir immer einen Abstand zwischen denen haben. Nee. Da war das Problem mit den Kisten. Okay, wir fangen also nicht da an, sondern einen weiter unten rechts. So haben wir immer... Zwei unten rechts. So haben wir immer einen Platz für Ärmchen und einen Platz für Kiste. Selbst wenn da ein Pole im Weg ist. Okay. Dann hätte ich gerne immer einen Abstand zwischen den Fabriken, damit wir dazwischen Ärmchen machen können, um die Roboter zu entlasten. Das wäre jetzt also eine Reihe. Okay. Dann hätte ich gerne darunter die nächste Reihe, damit wir auch von oben nach unten das theoretisch verbinden können. Und hier abermals nach unten Platz für ein Ärmchen. Das ist jetzt zu lang, das weiß ich. Ein Ärmchen und so. Und da hätte ich am besten gerne hier... ich bab mal da testweise so einen alten hin. Ich hätte gerne hier einen Pol und da einen Pol. Wie viel Abstand ist das? Also momentan haben wir einen Abstand von... Ich brauche mehr Holzkisten. Wobei Holz jetzt nicht unbedingt die beste Idee war, oder? Egal, mach Holzkisten als Abstandshalter. So. 2, 4, 6. Es sind 8 Felder zwischen denen. Da steht zwar 9x9, aber da zählt ihr eigenes Feld mit rein. Ja. Und wir bräuchten 2, 4, 6, 8, 10. 11. Richtig? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh Mist. Also ja, es gibt 11x11 Poles, aber da zählt das eigene Feld wieder mit rein. Wir bräuchten eigentlich 12x12. Oder 14x14. Also die Substations. Um das genauso hinzubekommen, wie ich es hier gerne hätte. Das ist ärgerlich. Was haben wir hier? Da haben wir 20x20. Was ist mit diesen Super-Dingern? Wir hatten irgendwas, was nicht hierzu gehörte und was irgendwie eine absolut kranke Reichweite hatte. Die Windturbinen wurden übrigens auch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wieso. Ist alles viel zu teuer. Irgendwo war ein Ding mit so richtig viel, also 50x50 Reichweite oder so. Sei es drum. Ich baue jetzt einfach das Ganze so auf und mache mir später einen Kopf drum, wie ich das denn realisiere mit Poles. Bis dahin kann ich es ja theoretisch hässlich auch verkabeln. Mit den Dingern hier einfach irgendwo dazwischen. Ja, also ich könnte jetzt die hier so blub, den überlappen die sich halt mal.
blub, dazwischen bauen. Wie gesagt, sieht jetzt nicht schön aus wegen diesen schrägen Kabeln. Aber später kommen da ja die anderen Poles hin und dann geht das. Ja, ist okay. Also, Beispiel. Wir erstmal Kisten. Das werden später die blauen und die roten Kisten. Das kennt ihr ja schon. So. Ja, bei meiner Idee mit dem Kupferdraht soll bei dieser Fabrik und dann hier die Capacitor und da die braunen Chips und was weiß ich, habe ich nicht dran gedacht, dass wir ja nicht nur eine einzige Drahtfabrik benutzen, ne? Ja. Das stimmt. Wir hatten ja später, keine Ahnung, 8 oder so. Trotzdem ist es für den Anfang eine gute Idee. Das heißt, wir tun jetzt einfach mal hier hin. Du stellst jetzt bitte Kupferdraht her. Ich brauche mehr Ärmchen. So, Kupferdraht stellst du her. Dann komm hier jetzt hin. Komm hier mal hin, die Bauen Chips. Die da. Die brauchen Holzplatten. Das heißt, wir tun... Wir tun die normalen Holzdinger hier hin. Die Holz... Was brauchst du? Du brauchst die Wooden Boards. Okay, du dahin. Dann du dahin. Das heißt, der macht noch da, der macht noch da, der macht noch da. Am Ende kommen hier die Chips raus. Richtig? Richtig. Das heißt, wir bräuchten nur Licht. Wir bräuchten nur hier Holz rein und gut ist. So, wir können jetzt billige Akkus bauen. Nuclear Energy Generation? Nee. Oh, und du brauchst Superkontakte zum Erforschen von Akkus replizieren. 200 Superkontakte. Wie teuer sind 200 Superkontakte? Schweineteuer. Ja, Replikator-Mod wurde definitiv gebalanced. Gut, dann erforsch bitte irgendwas anderes, was keine blauen Tränke braucht. Zum Beispiel... Große Kisten. Explosives. Ich glaube, die brauchten wir auch für eine Menge andere Sachen. Bessere Steam Engines. Nein. Gold. Gold, Gold, Gold. Was? Ja, erforscht die hier schon mal für später eventuell. Ja, wobei, die werde ich nicht nutzen, glaube ich. Capacitor? Capacitor bräuchten wir. Capacitor 3. Bessere Akkus haben wir schon. Laser? Ja, hier, Laser Tool Shooting Speed. Braucht nur rote Tränke. Go. So, also Holz kommt rein. Wird von hier nach da gegeben. Wird von da nach da gegeben. Wird von da nach da gegeben. So, du tust da das rein. Ich brauche... Achso. Ich brauche trotzdem mehr blaue Ärmchen. So, so, so. Ich mache die trotzdem so, dass selbst die Dinger hier ihr Produkt auch in eine Kiste einlagern. Damit Roboter später theoretisch die das dann von hier abholen können und irgendwo hin tun, was nicht damit verbunden ist. Aber das sind keine autarken Systeme. Die sind, sie sind autark und mehr. Also sie stellen alles her, was dafür gebraucht wird. Aber sie werden auch einen Überschuss herstellen. Den Überschuss leiten sie dann nach außen in die Kisten und das kann dann von den Robotern woanders hingebracht werden. Das klingt gut, ja. Du brauchst keine Befütterung von außen, fällt mir gerade auf. Du brauchst nur eine rote Kiste. Können wir schon rote Kisten? Rote Kisten können wir. Und die brauchen auch wieder... Oh Gott. Natürlich brauchen sie alle das teure Zeug. Ja, ich glaube, die Leute, die mich demotivieren wollten mit dem... Das dauert noch ewig. Die behalten recht. Tu mal da rein. Holz. So, du tu mal da hin. Das da. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere private Produktion dafür. Und du begrenzt das mal auf ein Stack. Begrenzt das mal auf ein Stack.
begrenze dich mal auf ein Stack. So, das läuft hier schon mal. Dim, 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 dim. So, das ziehen wir dann hier weiter. Theoretisch müssten wir das ja auch für weiße Chips machen. Nur für weiße Chips geht das da nicht. Weiße Chips können wir echt nur hier unten irgendwo herstellen. Das sieht hässlich aus und gehört nicht zum Öl, aber ich muss das jetzt irgendwie machen. Das heißt, bauen wir hier neben einfach eine Fabrik. Diese Fabrik stellt her... So geht nur in blauen Fabriken. Okay. Auch eine blaue Fabrik. Wir könnten sogar schon gelbe, aber ja. Du da, stell bitte her... blaue Chips. Dazu nimmst du dir die Dinger davon, die du nicht hast. Dann nimm einfach die da. Dann brauchen wir daneben jetzt eine Fabrik für Basic Electronic Components. Die da. Die bräuchten Carbon und Tin Copper Wire. Das wird sowas von nicht gehen. Okay, Tin Copper Wire dahin. Da. Du bekommst eine Kiste hier für Copper Wire. Tin. Aber wir machen hier neben noch eine Fabrik. So. Eine Fabrik für Draht. Und daneben so ein MK2-Replikator. Können wir einfach so ein Replikator... nein. Holz? Ernsthaft? Holz fehlt. Und am Ende ist es eh nur ein Replikator. Nö, macht dann hier gleich den Rattenschwanz noch viel länger. Das ist mir dann Wayne. Stimmt, du bist größer geworden. Du stellst jetzt bitte Kupfererz her. Du machst daraus Kupferplatten. Du machst daraus Kupferdraht. Du machst daraus Tin-Copper. Du machst daraus Komponent mit Carbon. Carbon haben wir hier unten. Das können wir von hier aus schnappen. Auf dem Fließband tun. Da reintun. Okay. Electronic Components wird ähnlich nervig sein. Ja. Braucht auch Tin-Copper. Braucht dazu noch Plastik. Wo ist Plastik? Plastik ist da hinten. Und es braucht auch Tin, dies und das. Mach mal hier. So. Du stellst bitte her die da. Silikon. Dafür bräuchten wir... mehr Shooting Speed. Komm, weißt du was? Du kannst die Forschung erstmal kurz ein bisschen stehen lassen, weil ich glaube, die roten Tränke hängen ein bisschen hinterher. Ja, wir können aber irgendwas erforschen, was keine roten Tränke braucht. Das stimmt allerdings. Dann erforsch doch bitte mal... Wasser? Nee. Steine. Ja, also Steinziegel. Engines. Pipes? Tin. Ja, Tin wird irgendwann alle sein. Erforscht das mal. Research. So. Genau, wir müssen jetzt hier Silikon herstellen. Das heißt, die Zäpfchen müssen hierher. Die von da oben. Das heißt, du gehst darum, hier runter, dann brauchen wir Unterirdische. Das wird alles später abgerissen, das will ich später nie wieder sehen, das hier. Geht dahin, ich brauche mehr Fließbänder. Geht darum, da lang. Du das dahin. Das war Komponente 1. Was? Warum habe ich dich zweimal gebaut? So. Ja. So. So. Okay, also... Ach stimmt, weil wir erstmal Silikon brauchen.
Okay. Das heißt, hier unten kommt... Ich habe keine Fabriken mehr? Ne, ich habe keine Fabriken mehr. Bau mehr von den schmuddeligen alten... Oh, das ist noch eine. So, du stellst nicht das daher, sondern du stellst... das daher.